Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Die Welt war ihr zu schön, um mit dem Arsch vor dem Fernseher sitzen zu bleiben. Heidi Hetzer, legendäre Berliner Rallyefahrerin und Autohausbesitzerin, hat unter anderem im Oldtimer die Welt umrundet. Nun ist sie gestorben. Als sie damals als Interviewpartnerin zur Aufzeichnung einer CNN-Wirtschaftssendung in Berlin eingeladen wurde, kam sie stilecht, im Oldtimer und Rennanzug. Natürlich. Es war 2009, die Opel-Krise auf ihrem Höhepunkt. Und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner gewesen als Heidi Hetzer? 1960 übernahm sie das Opel-Autohaus von ihrem Vater und baute es zu einem der größten Autohäuser Berlins aus. Für das CNN-Interview setzte sich der Moderator gleich zu Hetzer in den Oldtimer. Als er sie fragte, ob man mit dem Auto denn jetzt auch fahren könne, war Hetzer zwar überrascht, aber nicht um eine Antwort verlegen. Sie kletterte kurzerhand über den Schutz des Margaritas aus dem Auto, Motorhaube auf, Motor angekurbelt, Motorhaube zu, und über den leicht irritierten Moderator wieder zurück auf den Fahrersitz, und schon fuhren die beiden davon.